Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu Folge Nummer 4 von Robocop Rogue City. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir machen jetzt mal hier weiter. Wir waren gerade dabei, das Gebiet ein bisschen zu durchsuchen. Die Nebenmission machen wir zu einem späteren Punkt weiter. Ich habe nämlich noch nicht genügend Fertigkeiten und ich möchte gern die Mission auch gut abschließen. Ich bin ja schließlich ein guter Cop. Deswegen kommen wir später nochmal hierher. Ich hoffe, das geht. Ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe es. Weil es ist ja in dem Sinne, das ist ja nicht Open World in dem Sinne. Es gibt verschiedene Gebiete und die Gebiete können wir erkunden. Aber ich kann jetzt nicht von hier einfach zurücklaufen in unser Revier, also in unsere Polizeistation. Sondern das geht anscheinend nur irgendwie über Schnellreisen in dem Sinne. Deswegen mal gucken, aber ich hoffe, wir kommen später überall nochmal hin. Okay, hier waren wir schon kurz. Stop shaking in your boots. Look, Robocop is here. We're safe. Ich glaube, der shakt gerade ein bisschen anders. Er hat ein bisschen zu viel getrunken. Oh oh, Graffiti. Stopp. So nicht. Citizen, I'm ordering you to discontinue this deliberate act of vandalism. Screw you, man! Hätte ich vielleicht das Graffiti auch scannen sollen? Oh, Überraschung! So, what you gonna do? You can't put me behind bars. I'm still a kid and only done it once. Just let me off with a warning, will ya? Nein. Warnung gibt's nicht. Us Geld. You are being fined $100 for the violation that you have committed. Are you crazy? I don't work. How am I supposed to pay for this? Failing to pay may result in serious consequences for your guardians. Oh, er ist mein Feind. That's an uncool move you pulled right here. I'll make sure everyone in the hood knows your score. Oh, ist das vielleicht dann irgendwann zu unserem Nachteil? Mein Feind. Ist schon hart, ne? Aber ich sehe ja hier nirgendwo. Also ich habe hier nirgendwo eine Bewertung. Wie, ob ich ein guter Cop bin oder nicht. Das gibt es ja immer anscheinend nur zum Ende der Mission. Also. Ach, egal. Wir spielen einfach mal so, wie ich denke. Ne? Was soll schon passieren? Da haben wir eben die ganze Stadt gegen uns aufgebracht. Nun ja. Das Leben eines Polizisten ist hart. Aber der hat doch bestimmt was mit dem Auto zu tun. Gestohlenen, oder? Warum schreibt der sonst Cusack Stinks? Hier waren wir noch nicht, oder? Ich war mir gerade ein bisschen unsicher. Und hier ist nicht mal Loot. Hat sich nicht gelohnt. Ich weiß auch nicht, ob das clever ist, dass ich hier gerade einfach nur rumlauf oder bin ich einfach zur Mission gehen? Am Ende laufen wir hier dann überall nochmal lang, weil die uns hier rumschicken.
Könnte ja sein. Evening, Officer. Guten Abend. Wer sind Sie? Dad, what does eviction mean? And who's a debt collector? Why can't I open the door for him? Dad, tell me the truth. Are we poor? Dad? Dad! Tired of your kids asking annoying questions? You just want to relax after a long day of work, but someone won't let you? Are we going to be okay? Dad, I'm scared. Snoozers. Sleeping pills for kids. Just one pill can guarantee 5 hours of peace. Nap time just became your decision. Sleep tight, son. I'm tired. Because you deserve a peace of mind, too. Okay. Ich möchte mir kein Urteil erlauben. Ich weiß nicht, ob das so ist in Amerika. So war in Amerika. Besondere Erziehungsmethoden auf jeden Fall. Anmerkung. Wenn ich einen von euch Junkies dabei erwische, wie ihr Jellybeans oder Murmeln nur zum Spaß wascht, lasse ich euch für die Teile bezahlen, die ihr geschrottet habt. Keine Jellybeans waschen, okay? Ausstellung von Strafmandaten. Als Polizeibeamter kannst du Strafmandate für Ordnungswidrigkeiten wie Trinken in der Öffentlichkeit und Verkehrsverstöße ausstellen. Halte gedrückt, um Robocop sich zu aktivieren und Gesetzesverstöße zu erkennen. Gut, das mit dem Trinken in der Öffentlichkeit hatten wir schon. Boah, ich habe keinen Goldzahn gefunden. Someone knocked out his teeth, including the gold one. He's asking if anyone found it. Die Parkuhr ist abgelaufen. For some to learn how not to lose the track of time is to learn how not to lose their money. Okay, das erinnert mich. Wie hieß der Simulator, den ich mal gespielt habe? Dumpsters are like a bag of candies. You never know what you're gonna get. Hey, los, wir gehen jetzt mal zur Main Quest. So, wir sind lang genug rumgelaufen. Sonst wären wir ja nie fertig. Ich gehe sowieso davon aus, dass wir hier früher oder später nochmal hinkommen. Ich hoffe. Wie dem auch sei, wir werden hier sicherlich noch ein bisschen was erkunden können. Piece of shit! Don't you cops ever get bored with harassing successful entrepreneurs? Hey! This shit is rigged! That's a serious accusation, kiddo. Someone might think I would allow such illegal activity in my high-class business, which I do not. I get lost. You work for Soot. Tell me where to find him. You cops are giving me a stomach ulcer. Stop asking me about guys I don't know. Withholding information can lead to bigger trouble than a stomach ulcer. Look, I'm a busy man, so I'm going back to my office now. Why don't you join me there, and we'll talk. Oh, on second thought, you can't do that, because you don't have a warrant, do you? What a douchebag. Have you witnessed the owner participating in any criminal activity? Are you kidding me? Half the things I've seen around here would be enough to put him behind bars for a decade. Let us hear your statement. No way, dude.
He might be a douchebag, but if you lock him up, this place will get closed down, and where am I supposed to play hooky then? Geh zur Schule, Junge. Aber wenn wir sagen, denk an deine Zukunft, es klingt halt ein bisschen netter, aber ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie Einfluss darauf hat, wie, ob wir ein guter Cop sind oder nicht. School may seem now like a difficult option, but it will pay off in the future. Future? Look on the street. You must have a microwave for a brain if you think that. Bist du geschrumpft plötzlich? Material wird gescannt. Schlepperei festgestellt. Irrelevant für den Fall. Schade. Ich hätte ihm gern einen Strafzettel ausgestellt. Wegen Schlamperei. Erbrochener Mageninhalt. Irrelevant für den Fall. Geschäftsbrief. Suit, mein lieber Geschäftspartner, seit einiger Zeit verhalten sich deine Männer, wie soll ich sagen, sonderbar. Sie verhören einander dazu, was es heißt, ein echter Torchad zu sein, als ob sie nach einem Spitzel suchten, aber den kann es in einem so gut aufgestellten kriminellen Unternehmen wie dem eure natürlich nicht geben. Wahrscheinlich fragen sie sich, warum nach eurer Live-Show, die übrigens wirklich ganz großes Kino war, kein Bulle angeklopft hat. Sie sollten wissen, dass die Bullen Angst vor euch haben. Wenn ihr euch untereinander streitet, ist das schlecht fürs Geschäft. Vielleicht könntest du mal mit ihnen reden, nur um die Produktivität in Schwung zu halten. Dein demütiger Partner. Die hier war noch... Kann man noch scannen? Blutunterlaufene Augen infolge von Schlafmangel irrelevant für den Fall. Ich würde ihn gern nach Hause schicken. Für eine riesen Halle hier. Spritze mit Spuren von Scharnierschmiermittel. Ich kenne mich jetzt nicht so damit aus, aber ist das ein Ding? BD40? Oh, I didn't know you had such amazing colors. And there's not one, but two of you? From now on, I promise, I will cherish you more often. Missbrauch von psychoaktiven Substanzen bei einer minderjährigen Person festgestellt. Your body readings suggest substance misuse. Oh man, a real life TJ Laser? You are so incredibly shiny. I'm definitely getting more of this stuff. Who sold you drugs? I really shouldn't say, but... You are my TV hero, so... All right. All of the arcade staff will sell to you. As long as you got cash. Unfortunately, I'm broke. But I have a great idea. You could help me sneak into the basement to keep a huge stash of goodies down there. Drugs in the basement? I will take care of that. Would you really do that for me? Way to go, TJ! Ja, ich hol was für dich. Kein Problem. Aber irgendwie hat die Stimme gerade nicht so zu dem Aussehen. Das kann man... Is that the ocean? Das gepasst. Okay, ich denke, wir haben alle Hinweise und Beweise. Lass mal in den Keller gehen. Hier steht Exit. Ich glaube... Oh, da ist nichts weiter mehr. Ich weiß übrigens nicht, ne, da ich ja im Streamer-Mode spiele, ob wir hier und da natürlich jetzt keine Musik haben, wo es normalerweise Musik geben würde. Gerade in so Cutscenes und so. Ist ein bisschen schade, aber
Was tut man nicht alles für euch? Open the door. I have the warrant. Oopsie. I think I dropped my key somewhere. You'd have to break down this hardened door if you want to get in. That will not be a problem. Brauche ich jetzt diesen komischen Spurt, den ich noch nicht habe? Ups. Entschuldigung. Die schießen jetzt aber nicht gleich, oder? It's RoboCop! Surrender your weapons. Ja, ich weiß nicht genau, wo die Granate gelandet ist, und dann bin ich hier in die Ecke gelaufen und konnte nicht weg. Das war blöd. Da liegt was auf dem Stuhl. Ach so. Wow, ich habe auf jeden Fall ganz schöne Wucht beim Werfen. Er hat übrigens gerade automatisch die Waffe gezogen. Ich weiß jetzt nicht, was ich drücken müsste, um die Waffe zu ziehen. Ob ich die überhaupt, kann ich die jetzt selbstständig ziehen oder zieht es der die immer automatisch? Wenn sie denn gebraucht wird? Oder wie läuft das? Warum wackelt manchmal mein Hard? Ist was zum Lesen? Das war nice. Sag Nuke oder mach die Biege. Sag den Käufern, sie sollen aufhören, erfundene Namen für Nuke zu verwenden. Schluss mit diesem doppelten Käse, Tante N, heißer Soße, Leichensäcken und rotem Scheiß, was auch immer. Das verwirrt meine Leute nur und das ist schlecht fürs Geschäft. Die Bullen können einen Scheißdreck tun, also gibt es keinen Grund, in Codes zu labern. Diese Junkies kaufen entweder Nuke oder gar nichts. Dein liebenswerter Superstar-Oberboss S. Ah, hier ist wieder ein Stuhl, den ich werfen kann. Ganz viele Stühle, die ich werfen kann. Oh. Und dort ist wieder eine Tür, die ich aufbrechen kann. Und dann habe ich wieder so ein Slow-Motion-Ding. Und dann verfehle ich wieder alles, obwohl es Slow-Motion ist. Okay, mehr ist hier nicht. Open the door, or you will regret it. Can a guy just sell drugs to kids without you harassing him every 5 minutes? Who am I hurting, huh? They all want it. Where do I find Soot? Well, if that's the case... Shut it, bozo! Unless you want to end up in the ghost house like that cop's informant! And don't you dare open that door, I'll shoot you!
Wenn wir den Hinweis schon gesammelt haben, glaube ich, können wir den auch ruhig einsetzen. One of you is not a real Torchhead, but just an imitator. I knew there was something off about you. Me? It's you. I always suspected you never went through initiation. Take that back! Or what? Shit! You hot-headed bastards! For fuck's sake, don't shoot! I'm gonna open the door! Tell me, where can I find Soot? Straight to business, huh? Looks like you're my type of guy. But even if I wanted to help you, I can't. Only his closest people know his whereabouts. I just distribute his stuff, and to be completely honest, I don't want or need to know more than when the next shipment is coming. You must know the location they mentioned. Tell me where they took the police informant. And if I tell you, what's in it for me? Verkürzte Haftstrafe? Ich meine, Haft ist Haft. Ich werde dafür sorgen, dass sie sich fügen, ist für sie alles eine Transaktion. Verkürzte Haftstrafe bedeutet aber, wenn wir das sagen, wahrscheinlich, dass er keine Infos mehr gibt. Ist für sie alles ein Handel? Does everything you do have to come with a benefit? I'm a businessman. That's the only language I speak. How about the value of your life? Who would care more to save it, police or Soot? Let's say I'm convinced. They've taken him to the Ghost House. It's what they call one of their sites. From what I've gathered, it's that big, burned-down building, a bit down the road. Anyway, that's all I know. That will have to suffice for now. Na, blöd jetzt, ne? Oh, Technik Level 6. Sehe ich das irgendwie jetzt auf der... Nee. Merken wir uns das? Nein. Wir haben einen Technikpunkt, einen Fertigkeitspunkt verfügbar, aber anscheinend müssen wir auf jeden Fall auch Richtung Technik gehen. Ja, da kannst du den Safe öffnen. Oder man scheint die Kombination zu wissen. Rein theoretisch. Okay, wir machen jetzt hier einmal Technik. Ich glaube, das brauchen wir früher oder später wieder. Rechnung für den Einbau. $62 Schreibtischknopf, $2940 gepanzertes Tor, $580 Einbau, Gesamtbetrag. Denke, dass sie sich für Security Innovations Corporation entschieden haben. Obwohl, das war, glaube ich, nicht Corporation, sondern einfach nur Co. oder so. Stay here. Dispatch. Requesting a squad car. Ja, die holen den jetzt hier unten ab. Kein Problem. Ich habe gar nicht gesagt, wo ich bin. Aber die haben mich ja verwanzt. Ja, von daher. Hier waren wir schon. Okay. Wir sollen zur Straße zurückkehren. Kann ich einfach hier rausgehen? Ah ne, das war ja auch gar nicht der Ausgang. Ja, wir haben unseren Job erfüllt. Teiljob. Bis jetzt noch zum Geisterhaus. Oder wir gehen ins Kino. Was ist ins Kino? Pigs. Mind your own business, Cop. Ich glaube, die mögen uns jetzt nicht mehr, oder? Weil. If you feel lonely, you know where to find me, officer.
wenn wir erst so hart durchgegriffen haben. Und er hat ja gesagt, er sagt allen Bescheid, wie doof ich bin. Der ist jetzt unser Feind. Graffiti. Gut. Hier waren wir ja schon. Lass mich mal ganz kurz hier hinten gucken. Da waren wir nämlich noch nicht. Glaube ich. Muss mal kurz gucken, wie es da so aussieht. Und vielleicht hat ja hier noch jemand eine abgelaufene Parkuhr. Und was zur Hölle? Hey, Robo, can you help me out here? Be a man, Pig. Why make such a big deal? It's getting colder. Now we don't have. Kann die Leiter hochklettern? Ja, vielleicht gehört das zu der Quest. How was I supposed to know someone would steal old tires? Kowalski. How can I assist you, officer? I'm trying to catch this one shifty dealer. This guy steals nuke from other pushers to sell it at half price. This dopehead buys from him but won't tell me his whereabouts. I don't know any dealer. You were carrying for three different pushers, so you either like to walk for miles to buy nuke or you appreciate a discount. Don't take it out on me because the guy broke your nose. As you can see, he doesn't want to cooperate. Do not worry. According to my directives, there are several ways to convince him to cooperate. I ain't gonna let it reprogram my brain. We can talk, but don't let it drill into my head, okay? The guy's name's Maurice, but I don't know where to find him. I always arrange a place over a payphone. I'll give you the number. Let's hope it works. The dealer knows where the others hide their stash. We could collect nuke from the whole neighborhood if we get to him. I will take care of it. But you need to find a payphone first. Try near the supermarket. I think at least one of them hasn't been smashed by vandals yet. Okay. Ich gehe trotzdem mal kurz hier hoch. Wow, war jetzt nicht so viel, aber... besser als nix. Das geht alles in unsere Note ein. Wir müssen es positiv sehen. Warum hat das jetzt wieder so ein Geräusch gemacht? Oh, guck mal, der parkt zu nah am Hydranten. Das geht so nicht. One parking ticket is all it takes to improve mindfulness. So. Hier rum? Ah, die Zeit ist schon wieder so weit. Gut, dann würde ich sagen, ne? Ermittlungsbereich. Ach so, ich muss jetzt hier die Leute scannen und befragen, oder? Ach so, ich muss die Telefonzelle finden, steht da. Ich würde sagen, die da vielleicht. Wir machen das nächste Folge, würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, quasi morgen, denke ich mal. Also, bis dahin. Danke und schönen Tag wünsche ich euch noch. Bye, bye.